Ich darf Sie herzlich begrüßen zu diesem Webinar für Pädagoginnen und Pädagogen und natürlich auch für alle anderen im Bildungsbereich tätigen und verantwortlichen Personen. Ganz besonders freue ich mich, Ihnen dieses Webinar heute im Namen und auf Einladung von Veritas präsentieren zu dürfen. Veritas ist unser Exklusivpartner in Österreich für den Vertrieb der gesamten Print- und E-Medien und natürlich erhalten Sie dort auch den EduPen. Mein Name ist Jürgen Riedl. Und ich bin in Österreich verantwortlich für den Education-Bereich des Unternehmens Stabilo International. Worum wird es heute gehen? Ich darf versuchen, Ihnen einen kleinen Einblick in die digitale Analyse von Schreib- und Graphomotorik zu geben. Ich werde versuchen, ein bisschen aufzuzeigen, warum analoge Tätigkeit, Bewegung und Ausführung nie ganz verschwinden sollte, weil dadurch Areale geschaffen werden im Hirn, die nur durch digitale Übungen nicht geschaffen werden. Auch möchte ich eingehen auf die weitere Analyse dieser Testauswertung und danach auf die Umsetzung mit unseren entwickelten Übungen, die wissenschaftlich-medizinischen Charakter haben, um einen gewissen Lernstand des Kindes zu verbessern oder messbare Auffälligkeiten, die die App festgestellt hat, aufgrund der Hintergrundnormdaten wieder auszugleichen. Wir alle erleben im Moment Zeiten, so wie wir sie vorher wahrscheinlich noch nicht erlebt haben. In der Schule sind das Homeschooling durch Schulschließungen und dann kommen die Kinder nach dieser Homeschooling-Phase wieder zurück in die Schulen und sie merken vielleicht als Pädagoginnen und Pädagoge noch größere Unterschiede im Lernstand bei den Kindern als vielleicht noch vor der Pandemie. Hier haben wir darauf geschaut, dass wir in kurzer Zeit mit den richtigen Übungen nach einer Messung eine Zeit aufholen, die Sie vielleicht im Verhältnis zum Lehrplan durch diese ganzen Umstände derzeit verloren haben. Deswegen gehe ich ein bisschen näher heute auf das Hintergrundwissen zu Schreiblernprozessen und zur Schreibbewegung an sich ein. Auf der anderen Seite schauen wir uns die Kompetenzfelder an, die das Ganze ausmachen. Und wir werden den EduPen mit seinen Testungsmöglichkeiten und den daraus resultierenden Übungen uns genauer ansehen und die Analyse und Differenzierung dieser Übungen uns noch näher bringen. Einer meiner Lieblingssätze steht da: Schreiben lernen heißt Bewegung lernen. Das Hirn ist so strukturiert, dass es Dinge begreifen muss. Und wenn dann noch Freude und Motivation im Spiel ist, wird ein Platz geschaffen, wo Synergien gefunden werden im Hirn, die ein ganzes Leben lang als Automation zur Verfügung stehen. Uneingeschränkt, immer in selber Qualität. Vielleicht kann man das so erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine externe Festplatte mit mehreren Terabyte Speichervolumen und darauf sind alle Ihre Lebenserinnerungen in Videoform und Bilderform gespeichert. Das würde ungefähr, sehr simpel natürlich erklärt, gerade aber sehr anschaulich, dem Kortex, der Großhirnrinde entsprechen. Das ist der Langzeitspeicher unseres Gehirns. Da werden Automationen festgelegt und durch das Üben erst gebaut, abgespeichert und dann zur Verfügung gestellt, wenn automatisch, intuitiv die Anforderung von außen an das Gehirn kommt, eine motorische und oder Denkaufgabe zu lösen. Meistens sind es ja verbundene Sachen, also Lern- und Denkaufgaben mit motorischen Fähigkeiten, die schon da sind, verbunden. Wichtig ist mir jetzt, wenn wir zurückkommen auf diesen Vergleich mit der externen Festplatte. Wenn Sie diese Festplatte irgendwo in der Welt an irgendeinen Computer anschließen, dann werden Sie diese Bilder und Videos immer in ziemlich gleicher Qualität anschauen können. Und genau das passiert auch im Kortex, in der Großhirnrinde. Wichtig ist zu wissen, wenn die Zuweisung durch Bewegung und durch Motivation und Freude an das Gehirn kommt und die verteilenden Teile, das sind meistens die ältesten Teile im Hirn wie Stammhirn, Kleinhirn, weisen das entsprechend als wichtig zu in den Kortex, um eine Übung zu formen, die dort eine Automationsablagerung quasi auslöst, dann kommen
im restlichen Leben bis vielleicht im Alter wieder eine Einschränkung kommt, die das zum Teil oder ganz wieder stört, kommen ein Leben lang diese Automationen, wenn ich diese Tätigkeit beginne. Und ich muss nicht nachdenken beim Autofahren, welchen Gang ich einlege, wie ich schalte, Kupplung, Gas, Bremse, Spiegel, Spiegel, Schulterblick oder vielleicht das Übersehen einer Ampel, das fällt weg, wenn die Automation gut genug ist, weil ich lang und oft genug geübt habe. Bei Kindern findet da eine ganz eigentlich komische Sache statt. Wenn ich vor dem 7. vollendeten Lebensjahr, geben Sie mir da ein paar Monate auf und ab in der Möglichkeit des Zeitrahmens, wenn ich hier also als Kind bis zu diesem Zeitrahmen möglichst viele neue Tätigkeiten gelernt habe, viele Bewegungen verschiedener Art gelernt habe, als Beispiel Baumklettern, auf Seile mit und ohne Knoten klettern, Purzelbäume machen, die Stiegen runterlaufen. Das sind Dinge, die werden nachher, ohne nachdenken zu müssen, immer wieder ausgeführt. Radfahren, Rollerfahren, Essen, Trinken, ein Glas austrinken, andere Gewichtssituation durch die Erdanziehungskraft. Und ich stelle es dann normal hin, weil das so schnell automatisiert funktioniert, oder ich habe es nicht automatisiert und es knallt auf den Tisch. Oder Buben, zum Beispiel, die Lernschübe haben, da haben wir das sehr beobachtet, die sind jetzt so, dass sie auf einmal 3-4 cm in den Fingerspitzen länger sind, von einer Woche auf die andere. Und jetzt fahren sie über den Tisch hin zu dem Glas und im Verhältnis zu vor 2 Wochen schmeißen sie mit den Fingerspitzen das Glas um. Da ist die Automation nicht so schnell nachgekommen, wie das Wachstum vorangeschritten ist. Und genau das möchte ich Ihnen veranschaulichen. Das ist Automation. Das haben wir alle und wir haben es ein Leben lang, wie gesagt, bis durch Schädelhirntrauma, durch Parkinson, Alzheimer, einen Tremor, wo wir übrigens überall in der Forschung die Hintergrunddaten genommen haben, um zu wissen, worum geht es da eigentlich. Also bis zu diesen Einschränkungen funktioniert es. Beginnen tut es immer beim ganz kleinen Kind, durch Motivation. Die ist in jedem Kind, das zur Welt kommt, fast identisch vorhanden. Beobachten Sie ein kleines Kind, das noch nicht gehen kann, aber schon recht gut auf allen Vieren krabbeln kann. Und dann sieht es im Bücherregal von Mama oder Papa irgendwas glitzern. Aber das Glitzern ist so hoch, da muss ich aufstehen, um hinzukommen. Das Kind wird so lange hinfallen, aufstehen, bis es dort ist, wo es hin will. Dort wird es so lange versuchen, sich in die Höhe zu ziehen und wieder umzufallen, sich am Popo zu setzen. Es wird es immer wieder probieren, bis es zu diesem glitzernden Ding kommt. Das ist die Motivation. Jetzt kommt eine blöde Geschichte der heutigen Zivilisation. Das Kind hat sein eigenes Tempo. Und jedes Individuum auf der Welt hat sein eigenes individuelles Tempo in seinem Körper vorgegeben. Das entspricht so ein bisschen der Taktung, wenn Sie die Hand runterhalten und einfach schlenkern. Manche sind da ein bisschen um ein paar Herz schneller, ein paar sind ein bisschen langsamer, ein paar Herz oder ein Bruchteil einer Herzmessung. Aber im Grunde ist das das individuelle Tempo. Was macht die Gesellschaft? Sie fährt über die gesamtindividuellen Tempi drüber und will sie angleichen an das Gesellschaftstempo. Und die, die jetzt zu schnell sind, werden immer ungeduldig sein, die, die zu langsam sind, werden immer überfordert sein. Und da gilt es, Einhalt zu gebieten und nachzuschauen, wo steht das Individuum im individuellen Lernunterricht, in der individuellen Persönlichkeit. In diesem Wissen können wir heute sehr genau auf diese individuellen Charakterzüge eingehen und haben sehr, sehr gute und einfache Möglichkeiten, um danach anzupassen, wie der jeweilige Lernstand ist. Hier haben Sie das Schreiben durch Bewegung. Alles, was ich nicht erlebt habe durch Bewegung, ist schlechter abgespeichert. Ich gebe als Beispiel eine Sache, wo man A4-Seiten Testprobanden gibt. Diese A4-Seite ist vollgeschrieben und die eine Hälfte schreibt sie ab mit der Hand, die andere Hälfte tippt sie in welcher Form auch immer digital irgendwo ein. Interessanterweise war es, dass sich die, die eintippen, also digital das Ganze in einen Rechner hineinspielen, was sie da abschreiben, vom Gesamtinhalt von diesem Text nachher vielleicht 25% oder ein bisschen mehr gemerkt haben aus dem Zusammenhang. Und interessanterweise haben sich die, die es mit der Hand abgeschrieben haben, oft weit über 70% gemerkt. Das heißt, das Spuren der Buchstaben auf dem Papier, das Abschreiben mit der Hand, hat Areale im Hirn freigesetzt, die ich durch das digitale Eingeben nicht freisetze.
Wenn in der heutigen Zeit die Kinder immer mehr digitalisiert werden, dann haben wir die Problematik, dass Areale gar nicht gebildet werden, die ich für eine ausgeprägte Automation in den verschiedensten Lernbereichen benötige. Wenn dann noch dazu kommt, dass die Kinder vielleicht mehr sitzen und sich mit Digitalmedien beschäftigen, anstatt von draußen herumzurennen, bis hin zu Stiegen runter und rauflaufen, Spiele spielen, viele kleinmotorischen Bewegungen wie Lego spielen oder irgendwelche Murmelspiele oder irgendwelche Schnitzarbeiten machen, dann fehlt uns, bevor die Schule beginnt, schon ein großer Teil der Grobmotorik, aus dem mischpultartig in die Höhe gefahren wird die Feinmotorik, und aus diesen beiden Komponenten kann erst eine ausreichende Schreib- und Graphomotorik entstehen. Ein kleiner Reality-Check, wenn Sie mir gestatten. Wie hat es vor 15, vielleicht 20 Jahren bei Messungen ausgesehen, bei Umfragen, auch bei Forschungen und Studien mit der Auffälligkeit von Bewegungen bei Kindern in einem gewissen Alter? Interessanterweise waren es damals so um die knapp unter 10%, wo man sagt, ja, da gibt es gewisse Auffälligkeiten. Wie schaut es heute aus? 15, 20 Jahre später, wir erinnern uns, ich glaube 2007 kam das erste Smartphone. Wie hat sich denn die Gesellschaft seit damals verändert? Und heute sind wir nur aufgrund dieser Tatsachen, dass Kinder viel mehr digital machen wollen oder machen dürfen, gar nicht mehr in der Situation, dass sie das Analoge, wie vorher erklärt, abgespeichert haben. Da fehlt ein Teil. Und das führt natürlich zu vielen, vielen Auswirkungen im weiteren Leben. Und wenn, wie ganz vorher schon besprochen, bis zum vollendeten 7. Lebensjahr die Grundlagen durch Übung für eine gute Automation im Kortex nicht abgelegt sind, dann sind sie nachher sehr viel schwieriger wiederherzustellen. Da braucht man dann schon Ergotherapie und andere therapeutische Maßnahmen. Was bringt's? Was bringt eine lesbare, flüssige Handschrift? Ich habe vorher schon erklärt, wie es mit der Automation in einem Gehirnteil ausschaut, der sehr wichtig ist für eine flüssige Lebensbewegung. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ein Kind, und das ist eine Situation, die wir herausgefunden haben, die sehr unangenehm ist für die Pädagoginnen und den Pädagogen, weil sie es gar nicht feststellen können, wenn das Kind im Schreiben keine Motivation mehr hat, aufgrund von direktem Vergleich mit anderen Kindern, die schneller sind und besser schreiben, aufgrund von Einschränkungen in der Bewegung, wo man dann aufgrund dieser vielen Muskelchen, Sehnchen und Gelenke, die man zum Schreiben braucht, verspannt, verkrampft ist. Dann sagt das Kind unbewusst, bitte, das ist kein bewusster, aktiver Prozess, das ist ein unbewusster Prozess. Nein, das mag ich nicht. Also unbewusst wird verweigert. Was passiert, wenn unbewusst verweigert wird für eine Bewegung quasi, das nicht ausgeführt werden mag? Dann passiert das, dass das Kind in den Kortex nichts mehr ablegt, sondern das unterbricht, auch die Zufuhr von neuen Lernphasen in diesem Gesamtbereich, der verweigert wird, nicht mehr zulässt. Und dann geht es ins Arbeitsgedächtnis. Lassen Sie mich das ein bisschen gemein darstellen. Das Arbeitsgedächtnis ist so ein bisschen wie der alte Schulcomputer. Sie machen zwei, drei Programme auf, war es der auf einmal langsam oder stürzt gar ab. Und jetzt passiert was ganz was Wichtiges für die weitere Entwicklung des Kindes, nämlich negativer Art. Ab dann, wo das unbewusst verweigert wird und keine Möglichkeit besteht, um das wieder auszugleichen bis dahin, wird das Kind immer das, was es nicht mag, ins Arbeitsgedächtnis weitergeben, anstatt aus dem Kortex die Automation abzufragen, weil sie ja noch nicht da ist. Das sind dann die Kinder, die immer wieder neu versuchen, das zu lernen. In der Erstbegegnung mit einem neuen Lernstoff, mit einer neuen Bewegung, muss das Arbeitsgedächtnis immer diese Prozesse einmal verarbeiten und überblicken, so einen gewissen Check machen. Und wenn es dann immer wieder geübt wird und vielleicht noch im besten Fall Freude und Motivation da ist, ja, dann ist der Platz im Kortex belegt und dann habe ich das ein Leben lang. Das heißt, die Kinder verweigern in der Zeit, wo sie ihnen die Schrift beibringen wollen, sehr oft schon das Schreiben selbst. Das Schreiben selbst ist aber, wir erinnern uns, durch die Bewegung des analogen Schreibens, durch die Handschrift, auch ein Mittel, wodurch ich Texte und komplexe Zusammenhänge verstehen lerne. Das ist ein Prozess, der dauert eine Zeit lang, aber das ist die Grundlage. Wenn jetzt das fehlt,
Weil es nicht automatisiert ist, habe ich später beim Lesen von Texten und beim Lesen vielleicht sogar von Büchern keine Möglichkeit, die Komplexität in einer Verständnisform abzulegen und dadurch zu begreifen, was eigentlich da drin steht genau. Kleines Beispiel, die heutige digitale Welt, na wie schaut sie aus? Wie schreiben Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene teilweise heute in sozialen Medien? Das sind nicht einmal Sätze oft, das sind kurze, prägnante Aussagen, interessanterweise vermehrt für jede kleinste, prägnante Aussage, die sehr stark verkürzt und abgekürzt ist, eine neue Mitteilung. Das heißt, wir haben für einen Satz im herkömmlichen Sinn, wie ich ihn kenne, oft 4, 5 kurze Nachrichten. Die ergeben vielleicht im Gesamten dann irgendwann einmal, wenn ich das jetzt mir anschaue, bei meinen Kindern einen Sinn, aber in der Einzelanalyse von jedem dieser kurzen Nachrichten ist das nicht so leicht nachvollziehbar. Aber so denken die Gehirne heute, wenn Automation nicht genügend da ist. Und genau das wollte ich Ihnen zeigen mit diesem Vergleich. Also, gutes Schreiben ist gleich automatisierte Schreibbewegung. Und alles, was danach als neuer Lernprozess im Leben auf einen zukommt, ist dann leicht, wenn diese Automationen schon vorhanden sind. Verzeihen Sie mir auch, dass ich immer wieder auf diese Automationen komme. Sie machen unser Leben aus. Wenn sie fehlen oder zum Teil fehlen, ist das Leben nicht lebenswert. Und im direkten Vergleich, in der Konkurrenz des heutigen Arbeitsumfelds, ist natürlich das merkbar fürs Individuum, wenn es Dinge nicht so gut kann wie der Durchschnitt. Und das macht sehr viel aus für die Persönlichkeitsentwicklung und für die Sicherheit eines Menschen. Wie haben wir die Kompetenzfelder eingeteilt? Wir haben 4 Gruppen gebildet. Als erstes, weil es einfacher ist, die Hauptkompetenzfelder so abzulegen, dass das Kind in Lerngruppen sich wiederfindet und dann dort genau das Defizit oder die Auffälligkeit oder vielleicht die kleine Schwäche wieder beheben kann mit den richtigen wissenschaftlichen Übungen. Das ist einmal Druck, dann Tempo, dann die Lesbarkeit in Form und der Rhythmus. Bei unseren Übungsheften, auf die wir nachher noch kommen, kurz, und vor allem bei den Analysen in unserer App für den EduPen, bei der Messung, die Sie vielleicht dann später durchführen werden, haben wir diesen Gruppen auch Namen gegeben. Das heißt also, wenn heute jemand durch sein Testergebnis in der Gruppe Druck landet, dann ist das die Gruppe Max als Beispiel. In weiterer Folge sind diese Gruppen immer so ausgelegt, dass die Übungen, die da vorgeschlagen und empfohlen werden, überlappend sind mit einer zweiten Lerngruppe, die auch immer automatisch mit dem Testergebnis mitgegeben wird. So haben die Kinder immer die Hälfte von diesen gesamten 4 Kompetenzfeldern abgedeckt und können dann in weiterer Folge durch einen neuerlichen Test in diesen Lerngruppen, in diesen Kompetenzgruppen wieder rotieren. Kommen wir zum Schreibunterricht in der Praxis, und zwar Ihrem individuellen Schreibunterricht mit dem EduPen in der Schulklasse. Wir haben, um ein bisschen technischen Hintergrund zu erklären, diesen Stift so entwickelt, jetzt werde ich eine Zeit lang übrigens vor Ihrer Nase mit diesem Messinstrument herumfuchteln, damit Sie sehen, was er so tut. Wir haben das so entwickelt, dass der Stift beim Öffnen, ganz leicht abziehen mit 2 Fingern, sich dann über ein Bluetooth, nämlich Low Energy Bluetooth der neueren Generation, automatisch verbindet. Man sieht es in der Kamera nicht ganz so gut, aber es leuchtet jetzt blau, das heißt blau Dauerleuchten ist gleich Dauerverbindung in Echtzeit mit dem Tablet, mit der App. Ab jetzt wird alles, was das Kind, wo sie dann den Stift geöffnet hinlegen, wird in Echtzeit in Hundertstel hineingeschickt von all diesen Sensoren, die hier jede kleinste Bewegung im Hundertstelbereich messen. Warum ist es wichtig, dass Sie als Pädagogin diesen Stift aufmachen? Das hat ganz einfach mit den verschiedenen Automationen der Kinder bis dahin zu tun. Manche Kinder machen den Stift auf, indem sie drehen, andere hebeln, andere klappen. Das alles sollte man, wenn es geht, vermeiden. Deswegen haben wir den Akku so kreiert, dass er 20 Stunden Dauerbetrieb offen aushält. Das heißt, Sie brauchen der gesamten Testung einer Schule den Stift nur am Anfang einmal aufmachen und am Schluss einmal zumachen. Das war's. Dann sparen wir uns die ganzen Hebel- und Drehbewegungen beim Öffnungsprozess. Die Mine hält ungefähr, ich glaube 1000 Meter waren es,
Zwei Minen sind dabei, ein Meter entspricht einer Testung. Das heißt, Sie haben im Paket da hinten 2000 Testungen automatisch schon drinnen. Danach gibt es das über Veritas auch über die Homepage, diese Nachfüllminen zu bestellen. Da kostet, ich glaube, im Selbstkostenpreis 4 Stück, also eine Viererpackung, knapp 20 Euro oder so. Also da sind Sie wirklich in einer Situation, wo nichts dazukommt an Überraschungen. Der Stift ist desinfizierbar. Das braucht man heute dringend in der Zeit. Das heißt, wenn die Kinder jetzt kommen und das eine Kind sitzt, dann machen sie den Test und nachher wischen sie das, was hier offen liegt, so wie er ist, offen verbunden, Sie brauchen es nicht schließen, wischen Sie den Stift mit diesen Alkopads aus der Apotheke. Sie können auch jedes herkömmliche Alkohol- oder nicht alkoholhaltige Desinfektionsmittel verwenden. Wir haben das im medizinischen Bereich lange getestet. Die Gel, also die Desinfektionsgels bitte nicht verwenden, die könnten verkleben irgendwann. Aber ansonsten, wie gesagt, ganz einfache Handhabung. Nehmen Sie so ein verschlossenes Alkopad, reißen Sie es auf pro Kind und wischen Sie einmal drüber. Die kosten auch nicht viel, in der Apotheke gibt es das. Und Sie können genauso ein Tuch nehmen und in Wischdesinfektion in das Tuch diese Desinfektionsmittel hineinsprühen und dann den Stift abwischen und wieder hinlegen dem Kind. Da passiert dann ziemlich wenig. Aber nehmen Sie schon welche mit Alkohol, hat es damit zu tun, dass die Viren wirklich dann weg sind, erst mit alkoholhaltigen Wischdesinfektionen. Da könnte bei der einen oder anderen Desinfektion ohne alkoholhaltiges Mittel noch das ein bisschen noch nicht ganz sauber sein. So, zur Testung selbst. Wenn das Kind jetzt den Stift im dynamischen, egal ob rechts oder links, dynamischen 3-Punkte-Griff, und ich habe gesagt, ich fuchtel vor Ihrer Nase herum, nicht so hält, sondern so hält, 4-Punkte-Griff aufgelegt. Viele Linkshänder haben das, dass sie zum Beispiel jetzt am vierten Finger so fest aufdrücken, dass da fast Blasen oder Hornhäute wachsen. Alles egal, lassen Sie das Kind bis zum Faustgriff alles machen, was es bis dahin automatisiert hat, wenn es dann in die Schule kommt. Sie wissen ja nicht, was da ist, aber wir wollen dann ganz genau den Ist-Zustand messen. Als weiterer Umstand, es kann einmal sein, dass das Kind vielleicht hinunterkommt zu weit und dann nicht den Stift auf dem schwarzen eigentlichen Griffstück hält. Auch das macht nichts. Es kann sogar sein, dass dann, wenn Sie das beim Licht anschauen, einmal fest drauf gedrückt wird, unten auf den Ein- und Ausschalter. Aber das macht auch nichts. Der Stift schaltet sich nachher automatisch wieder ein und verbindet sich, ohne dass Sie was dafür tun müssen, blau wieder leuchtend mit dem Tablet, mit der App. Auch interessant, bitte machen Sie, wenn es geht, immer die App zuerst auf im Tablet und danach den Stift. Wenn dann die Testungen gemacht werden, 15, 20, 30, 50, 100, 200 Testungen, völlig egal, lassen Sie ihn offen einfach und machen das durch. Da werden auch die Kolleginnen dann wechseln. Aber bitte machen Sie die Testungen extrahiert vom Lehrbetrieb. Unsere Direktorinnen und Lehrerinnen machen das dann bis dato immer so, dass sie ein, zwei, drei Klassen zusammen haben oder zwei Klassen beaufsichtigen. Und ein Kind sitzt dann schon beim Test ums Eck von der Pädagogin, den Pädagogen, der den Test durchführt, die den Test durchführt. Und das Kind vor der Klasse wartet schon vor diesem Testraum. Und wenn das eine Kind rausgeht, kommt das nächste rein. Und das Kind, das zurückgeht in die Klasse, informiert schon nach der Liste das nächste Kind und das kommt dann schon wieder her vor die Klasse. Also das geht sehr schnell und effizient und in kurzer Zeit. Ich sage jetzt einmal, in ein, zwei Stunden haben Sie definitiv eine Klasse ganz durchgetestet. Die ganze Schule an zwei Vormittagen, sage ich mal, bis zu 4 Klassen in der ersten Volksschulstufe ist das überhaupt kein Problem. Auf dieser Folie sehen Sie jetzt schon zum ersten Mal, wie es in der App aussieht. Da haben Sie also einen blauen Balken, wo die Schreibaufgabe angegeben wird, die Sie mit dem Kind durchführen. Und daneben sehen Sie in der Mitte von dem Blatt unten so eine EduPen-Testaufgabe für Rechtshänder. Das gibt es auch für Linkshänder, das können Sie gratis downloaden. Wir würden empfehlen, dass Sie ein weißes Blatt nehmen. Also unsere ganzen wissenschaftlichen Testungen haben wir eigentlich ab einem gewissen Zeitraum immer auf weißem Papier durchgeführt. Warum? Ein Kind gibt dann Platz im Kortex frei, und das habe ich, ich hoffe, zur Genüge erzählt, gibt dann Platz frei, wenn es relativ frei sich bewegen kann.
Und kleine Kinder bewegen sich in der Regel großflächiger, als das die Schrift eigentlich zulässt, wenn sie an die vier Linien denken, die wir alle wahrscheinlich noch gelernt haben, die schon in einem Alter über 30, 40 sind. Das sind vier Linien, wo das Kind den Buchstaben hineinzwängen muss und da verkrampft sich automatisch die gesamte Muskulatur, wenn ich nicht schon vorher mit Freude irgendwo Buchstaben gemalt habe. In weiterer Folge ist dann die individuelle Größe, in der das Kind seine Aufgabe lösen will, meistens nicht so gut, wenn man da Balken und Kasteln vorgibt. Wir haben es zwar so gemacht, dass eh genug Platz ist, aber manche Kinder beim Schraffieren gehen über eine ganze Seite drüber. Das macht aber Freude und das macht Platz im Kortex. Also, besser ist es, ein weißes Blatt zu nehmen. Damit haben Sie auch die Möglichkeit, in Ihren Schulen, wenn Sie dann den EduPen haben, diese sechs Testaufgaben auf einen Karton zu schreiben, in ein bisschen größerer Form. Und Sie haben alle Laminiermaschinen, laminieren Sie den Karton ein, jede Übung extra. Da haben Sie also einmal den Satz, die Wellen schlagen hoch, dann einmal im Blockbuchstaben Auto das Wort zu schreiben und einmal Ele, also klein E, klein L, klein E, in bester Form vielleicht verbunden zu drei Schlaufen. Das kann ein Vierjähriger eigentlich auch. Aber die Kleinen drehen dann oft ab. Die ganz Kleinen können den Satz noch nicht, die Wellen schlagen hoch, ist eh klar. Sie können jede Übung jederzeit überspringen und weitergehen zur nächsten Übung, weil die App braucht nur drei von diesen sechs Übungen und das sind die Schraffur- und Kreiselübungen, um eine aussagekräftige Messung zu haben. Also sehr easy, wie Sie sehen. Sie brauchen sich keinen Kopf machen, wenn das Kind den Satz schon kann und sagt, es kann den Satz, legen Sie halt den Karton mit dem einlaminierten, richtigen, von Ihnen geschriebenen, Satz hin. Und wenn es halt eine Minute braucht dafür und es schaut nicht ganz so aus, alles egal, aber wir haben eine Messung von dem Satz. Wenn der Satz nicht möglich ist, dann wird das Kind Auto abschreiben. Und wenn Sie in Blockbuchstaben auf einen Karton Auto einmal hinlegen und also geschrieben haben, dann wird das Kind das in dem Blatt Papier, so wie es halt das sieht, versuchen nachzuzeichnen. Ob jetzt das A ein wirkliches A ist im Blockbuchstaben oder ein Dacherl, wo ein Strich durchgeht, oder ein U ist oder nur ein offenes, schiefes Bogerl, oder ob das jetzt ein wirklich schönes T in Blockbuchstaben ist oder ein schiefes Kreuzerl irgendwo, und ob das jetzt ein O ist oder einfach nur ein Ringerl, das ist ganz egal, wir haben die Frequenzen. Ob das so ausschaut wie jetzt nebeneinander vier Buchstaben Auto oder ob das eine halbe Minute braucht und so ähnlich ausschaut, lass uns dem Kind die Freiheit. Wir haben gemerkt, ab 5 kann Auto in irgendeiner Form jedes Kind recht gut abschreiben. Genauso beim Ele, Abstand, Ele, Abstand, Ele. Sie werden dann sehen, nach einigen von diesen Tests, die Sie machen, dass ein Kind das E gut kann, dann kommt das L, das Bögelchen und danach noch das E. Dann fehlt vielleicht der Abstand und es macht gleich weiter, auch egal. Bei anderen werden dann vielleicht zwei große L kommen, bevor wieder ein kleines E kommt. Oder die Kinder drehen nach einem EL, das richtig ist, dann vielleicht hinunter ein Bögelchen. Schauen Sie, wenn Sie da 10, 15 so Bögelchen irgendwo am Papier zusammenbekommen, die App misst brav mit, aber wir haben eine Reihe von Messergebnissen wie Druck, Schräglage im Raum, wir haben die Zeit in dieser kleinen Frequenz, weil jeder Aufstrich, jeder Abstrich ist also eine so eine Frequenz und in dieser Frequenz, ganz egal ob die 1, 2 mm groß ist oder 5 cm oder 10 cm lang, werden all diese Parameter, die ich zum Teil schon erwähnt habe, in jeder Form gegeneinander gemessen. Und das erleichtert uns natürlich sehr viele Möglichkeiten hier in der Findung der richtigen Übung für die Behebung nachher. Jetzt haben wir den Test gemacht. Die sechs Übungen oder drei davon oder vier oder fünf haben Sie mit dem Kind geschafft oder das Kind hat sie geschafft unter Ihrer Anleitung. Wie gesagt, wichtig, wir haben nicht korrigiert, das Kind hat das gemacht, was es kann. Und wenn Sie, ich sage jetzt beim Satz, weil das Kind unbedingt sagt, ich kann schon schreiben mit 6 Jahren und versucht den Satz, den Sie drüberlegen, abzuschreiben und es dauert jetzt eine Minute und es ist vielleicht der Satz heißt, die Wellen schlagen hoch und es ist beim Schlagen, beim G und das schaut vielleicht nicht so aus, es sind Rechtschreibfehler drin, es sind Groß- und Kleinschreibfehler drin, alles egal, wir haben die Frequenzen, Sie können dann nach einer Minute, 1,5 Minuten unterbrechen oder Sie haben die Geduld, die S-App misst, solange Sie nicht auf Stopp drücken.
Bei den Schwungübungen, einmal aus dem Handgelenk Schwung schraffieren, einmal aus den Fingern Schwung schraffieren und einmal Kreiselchen machen, da stoppt die App ganz von selber ab. Das müssen nicht Sie machen. Aber bei den Schreibübungen, erste Übung, die Wellen schlagen hoch, zweite Übung, Auto im Blockbuchstaben und dritte Übung, fünfmal Ele mit Abstand, also ELE, Abstand, Ele und so weiter, da stoppt die App nicht von selber. Da machen Sie das mit dem roten Button, der da ersichtlich ist. Wenn das dann fertig ist, haben wir das da, was Sie jetzt sehen. Unten links eine Ampel. Das sind vier Balken, die entsprechen Tempo, Druck, Rhythmus und Lesbarkeit. Bei der Lesbarkeit haben wir noch etwas gemacht. Jede Pädagogin von Wien bis Vorarlberg, von Graz bis Hamburg und Berlin hat eine andere individuelle Einschätzung, wie meine Kinder schön schreiben und wie das ausschauen soll. Deswegen haben wir bei der Lesbarkeit, das werden Sie dann, wenn Sie das erste Mal diese Tests machen mit Ihrem EduPen, da werden Sie sehen, da fragt die App dann noch, wie haben Sie es als Pädagogin empfunden, wie schön schreibt denn das Kind? Und es sind vier einfache Kästchen von sehr schön lesbar bis nicht so gut lesbar und Sie klicken einfach an, wo Sie glauben, dass das jetzt für Sie richtig sein soll. Damit bestimmen Sie die Lesbarkeit zu einem sehr guten Teil mit und haben Ihre Individualität in der App automatisch eingebracht. Jetzt sehen Sie da unten in dem weißen Tablet blaue Punkte im roten Bereich bei Tempo und Rhythmus und im gelben Bereich und sogar im grünen Bereich jeweils bei Druck und Lesbarkeit. So unterschiedlich genau ist es oft nicht. Oft liegen diese Messbereiche viel enger zusammen. Da die App in Hundertstel alle Parameter genau misst, können Sie sicher sein, dass die zwei, auch wenn es nur ein paar Hundertstel dazwischen sind, die zwei auffälligsten Lerngruppen automatisch zugewiesen werden. In dem Fall ist das Tempo und Rhythmus, da sind wir im roten Bereich, da haben wir einmal das Lernteam Tempo ist gleich Leo. Das ist deswegen, dass die Kinder, wenn sie später zu Hause das üben, heute zum Beispiel im Lernteam Leo üben oder im Lernteam Max, das wäre der Druck, oder im Lernteam Rhythmus die Lena oder die Sophie als viertes Kind in der Lesbarkeit. Das sehen Sie nachher auch. Sie können dann vier Gruppen machen, indem Sie vier Tischgruppen aufbauen lassen von den Kindern in der Schule. Die Sessel am Anfang weggeben und herumrennen. Bewegung ist ja gleich sehr wichtig, bringt auch Wärme, weil Bewegung Blut in die Muskeln bringt. Und dann haben Sie nachher eine ganz andere Situation auch schon bei den Übungen. Dann kommen die Sesseln dazu. Da können Sie Ihrer Kreativität wirklich freien Lauf lassen, um zu diesem Messergebnis zu kommen. Wenn dann die Blätter, die im Hintergrund als PDF vorgegeben sind, ausgedruckt worden sind für jeweilig die Kinder, dann hat jedes Kind seine Übungen. Da sehen Sie jetzt bei dem Testergebnis in dem Tablet ganz klein oben rechts in dem weißen Tablet ein Druckersymbol. Wenn Sie dann später da drauf gehen, da sehen Sie sofort, aha, da kann ich das auch per E-Mail verschicken an alle Verwandten und Bekannten. Gratis, wir geben da keine Limitierungen vor. Es soll sich als Sprache und als Übung entwickeln und die Kinder sollen ja Freude haben dran. Wie oft soll ich das machen? Die Studie von der PH Wien hat herausgefunden, naja, wenn das Kind so eine Stunde in der Woche, vielleicht am Anfang bei den Kleinen in kleineren Einheiten mit 5 Minuten, im weiteren Verlauf dann kann man gerne mal 4, 15 Minuten Einheiten machen in der Woche. Aber wenn ich eine Stunde zusammenbringe mit diesen Übungen, dann habe ich sehr schnell und effizient die Auffälligkeit in kurzer Zeit erledigt. Und beim Test zu Weihnachten werden Sie sehen, dass die Kinder schon vielleicht sogar in zwei ganz neue Lerngruppen kommen, aber zumindest in einer. Wenn das Defizit groß ist und ich habe die Möglichkeit nicht, dass die Kinder auch nach dem zweiten Test in andere Lerngruppen kommen, dann haben sie zumindest hier bei Tempo und Rhythmus, wie es auf der App jetzt sichtbar ist, an unseren Teams zumindest andere Übungen. Das zeige ich dann noch genau, wie das ausschaut. Jetzt haben Sie das Testergebnis, Sie haben die Blätter zugewiesen. Da erzähle ich noch kurz, wie das ausschaut. Da ist es jetzt leider noch kleiner, aber wenn Sie schauen unten bei diesem schwarz umrahmten Tablet, wo die App offen ist, da haben Sie links einen weißen Balken und dort drinnen sind vier Unterteilungen. Das zweite davon sind die Übungen. Wenn Sie jetzt in jedem individuellen Testergebnis von jedem Ihrer Kinder draufklicken auf Übungen, kommen automatisch die vorgegebenen Übungen als Dropdown-Menü, heißt das. Und da finden Sie einen blauen Balken, den sehen Sie jetzt in diesem Dropdown-Menü in dem kleinen Tablet unten.
Und bis zu dem blauen Balken würden wir empfehlen, dass Sie alle Übungen mit den Kindern machen können. Sie sehen in der Mitte, da ist ein Stern bei den leichten Übungen oben in der Mitte und weiter unten im Tablet haben Sie bis zu 4 Sterne, wo dann die dementsprechenden Übungen automatisch zugewiesen werden pro Kind. Die Übungen machen Sie, wie gesagt, bis dahin, wenn in der Gruppe, wenn Sie einen gruppendynamischen Prozess haben, wo die 4 Lerngruppen auf 4 Tischen rotieren und dann sagen Sie, Achtung, genug, 5 Minuten haben wir gemacht mit den Übungen auf den Tischen. Jetzt rotieren die Kinder automatisch und laufen zu ihrer zweiten Gruppe. Da weiß dann nach 2-3 Mal jedes Kind, aha, ich war zuerst im Druck und dann bin ich im Rhythmus zum Beispiel. Und die laufen selber hin. Also es geht dann sehr schnell. Bei den Kindern, die ein bisschen länger brauchen, können sie es immer wieder vorlesen, welche Kinder jetzt bei welchen Gruppen sind. Und am Tisch haben sie gratis in der App ausdruckbare Templates, wo sie also den Max hinlegen können auf die Tischgruppe, wo jetzt der Druck geübt wird und bei allen anderen Gruppen natürlich auch. Die gibt es in Schwarz-Weiß zum selber ausmalen für die Kinder als weitere Übung und natürlich auch in Farbe fertig. So, wie sind die Übungen aufgebaut? Ein Kind, das, wie gesagt, wir haben das gelernt vorher, verkrampft und durch das, dass es bis hinauf zum Trapez, zum Deltamuskeln wirklich verspannt ist, verweigert automatisch, unbewusst und gar nicht bösartig jetzt dieses Schreiben. Jetzt sind die Übungen genau so gestaltet, dass die Kinder das vergessen. Es sind zwar Buchstaben oft drinnen, aber sie sind versteckt. Als Beispiel für viele Buben der Renner bei unseren Übungen, da gibt es eine ganze Rennstrecke über ein ganzes A4-Blatt und diese Rennstrecke hat versteckt Dora, also dieses D-Bögelchen oder B-Bögelchen, die S und die Fragezeichen, Schikanen als Kurven eingebaut und die Kinder machen nichts anderes, als mit den Buntstiften verschiedenen Farben und ganz zu Beginn mit dem Finger diese Rennstrecke abzufahren. Nach 10, 15 Mal Abfahren kennt das Kind seine Rennstrecke so gut, dass es dann mit Buntstiften beginnt. Das ist aber in dem jeweiligen Übungsblatt ganz genau oben und unten beschrieben. Also Sie brauchen da gar nicht viel Wissen dazu. Es ist wirklich alles selbsterklärend beschrieben. Jetzt macht das Kind mit Spaß, vielleicht sogar im Vergleich mit anderen Kindern, so und so viele Minuten immer wieder diese Übungen. Und dann, wenn sie merken, wie schnell die das selbst auf Zeit machen und wie schnell die Buben gegeneinander fahren auf Zeit. Und da passiert im Hintergrund was, nämlich genau diese Automation, die wird nicht unterbrochen, die ist mit Zeit, die ist mit Challenge, die ist mit Vergleich und macht Spaß. Und wenn das Kind das nächste Mal, nachdem es ein, zwei Monate diese Rennstrecken nachgefahren ist und die Übungen gemacht hat, zum nächsten Test kommt und dann vielleicht im Lehrplan Buchstaben schreibt, ist das so automatisiert durch dieses Rennstreckefahren, durch diese Bögelchenfahren, durch Tannenbäume oder kleine Kurvenfahren auf diesen Übungsblättern, dass das schon da ist. Und wenn dann ein Buchstabe gemacht werden muss, geht das ganz automatisch und Sie werden gar nichts mehr tun müssen, das Kind kann das. Selbstverständlich haben wir uns das nicht nehmen lassen, sowohl für Sie als Pädagoginnen und Pädagoge für die Schule einen Testbericht zu haben, also einen Bericht, der nicht nur für die Eltern ist, wie es da steht, nämlich der Elternbericht, sondern auch für Sie als Erinnerung, wie war es denn beim ersten Test, wie war es beim zweiten Test und wie ist es beim dritten Test. Und in der App werden Sie nachher sehen, dass auf diesen bunten Ampeln, die wir vorher gehabt haben, der Verlauf vom ersten, zweiten zum dritten Test ganz genau mit einem Pfeil zum nächsten Test für Sie feststellbar ist. Das heißt, Sie sehen die Veränderung der Kinder auf dem Testergebnis ganz genau sichtbar. In diesem Bericht steht drinnen so im Prosa, wo schon das Kind gut ist. Wir machen das recht positiv absichtlich, um da eine sehr entspannte Umgangsweise zu haben mit diesem Testergebnis, mit diesem Bericht. Und Sie können den wie immer oben mit dem kleinen grünen Symbol vom Drucker an die Eltern per E-Mail weiterleiten oder ausdrucken, in der Schule übergeben oder den Kindern mitgeben. Wie Sie das machen, ist da ganz Ihnen selbst überlassen. In weiterer Folge sind auf diesen A4-Seiten, die diesen Testbericht abbilden, auch unten, das sehen Sie da nicht, aber unterhalb immer wieder neue Übungen auch für zu Hause drauf. Also das ist auch recht gut auf das Testergebnis bezogene Übungen. Kurz im Überblick noch einmal eine Zusammenfassung von den Vorteilen, die Sie aus der Testung und den Übungen mit dem EduPen und der App haben. Die wichtigste ist Zeitsparen.
Gerade jetzt nach der Krise und nach vielleicht neuerlichen Schulschließungen ist es sehr, sehr effizient, die Übungen zu machen mit den Kindern nach den Testungen und sehr schnell wieder auf das Level zu kommen, bei dem sie vorher waren mit der Klasse. Die differenzierte Förderung ist wichtig. Wir können nicht nur feststellen, wie jetzt die reine Schreibmotorik bei dem Kind funktioniert, sondern durch den zweiten Schraffurteil und die Kringel und die Kreiseln können wir feststellen, ob die Feinmotorik, die dann übergeht in diese Graphomotorik, auch schon ausgebildet ist. Dadurch können Sie gut differenzieren, ob vielleicht beim Schreiben eine Verweigerung da ist, eine unbewusste, aber vielleicht die Graphomotorik recht gut ausgebildet ist. Als weiteren Vorteil haben Sie die Möglichkeit, bei dem EduPen nicht jetzt für jedes Kind oder jede Klasse einen Stift zu brauchen, sondern es genügt, ich sage bis 4 Klassen, ersten Klassen pro Jahr, genügt in Wirklichkeit ein Stift pro Schule. Das spart ja auch die Kosten enorm ein dann, die Sie sonst hätten. Also da können Sie ganz beruhigt sein, das ist relativ einfach. Auch die Bedienung ist einfach und selbsterklärend, ganz intuitiv. Wir haben grüne Buttons, wir haben rote Buttons. Es ist ganz klar und verständlich, was da wo gehört. Und nach zwei, drei von diesen Testungen, die Sie durchführen, werden Sie merken, dass Sie keine Probleme mehr haben. Abschließend darf ich Ihnen noch die Übungshefte und Bücher zeigen, die Sie bei veredas.at jederzeit bestellen können. Und zwar ausschließlich dort, das haben wir in Österreich so gehandhabt. Und hier haben Sie für Pädagoginnen und auch für die Vorschulzeit die Schreibmotorik und Schreib- und Graphomotorik Praxisbücher. Das sind Ringmappenordner, die man sehr gut auch kopieren kann für die Übungen. Also da haben Sie die Möglichkeit, das jederzeit auch weiterzugeben und für sich zu verwenden, wie Sie es brauchen. Die schon vorher angesprochenen 4 Entdeckerfreunde, die sind ja auch in der App vorhanden. Wir haben das so gemacht, dass ungefähr 70% der Übungen, die in den Büchern waren, in der App neu sind. Das heißt, 30% von den wichtigsten Übungen haben wir übernommen in die App. So ist ungefähr das Verhältnis. Auch diese Übungshefte bitte für Vorschule und erste und zweite Klasse Volksschule einfach über veredas.at bestellen. Da sehen Sie nachher noch die Kontaktmöglichkeiten. Selbstverständlich gibt es viele von diesen Büchern und Heften auch als Kopiervorlage im PDF-Format zum Downloaden und auch E-Books zu den relevanten Themen. Bitte hier ebenso über veredas.at einfach bestellen und downloaden. Jetzt sehen Sie hier den Veredas Außendienst. In Ihrer Schule haben Sie ja einen Betreuer von Veredas, der im Außendienst dort fährt, wo Sie im Gebiet sind. Und da bitte einfach die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontaktieren für Rückfragen, bei Interesse, für Bestellungen und so weiter. Sie werden sich auch sicherlich demnächst irgendwann bei Ihnen melden, in weiterer Folge in den Schulen. Und alle anderen Anfragen können Sie auch gerne an Stefanie Perlinger unter s.perlinger@veredas.at richten. Ich darf mich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn Sie noch Fragen haben zu der Gesamtsituation, zur Wissenschaftlichkeit oder vielleicht auch zu technischen Fragen, können Sie im Nachhinein auch gerne an die eingeblendete Kontaktinformation von mir selber gehen, also an mich schreiben oder mich anrufen. Aber ansonsten steht alles auf den Webseiten, auf den angesprochenen drauf. Und ich wünsche Ihnen viel Freude, falls Sie sich dazu entscheiden, den EduPen und/oder die Übungshefte und Übungsbücher anzuschaffen und vielleicht in Ihrer Gemeinde oder auch bei Ihrem Bürgermeister entsprechende Finanzierungen dafür zu bekommen. Das hilft immer sehr, wenn da die Gemeinden mitmachen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute und viel Spaß im weiteren Verlauf dieser digitalen Messe.